Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um meine Douglas-Favoriten. Warum? Weil ich auf Instagram gefragt wurde von einer Person und ich dachte so, warum nicht? Ich glaube, ich habe noch kein Douglas-Favoriten-Video gemacht und jetzt wird's Zeit. Also ich habe sehr, sehr lange überlegt, was ich nehmen werde, was ich euch zeigen werde. Wir kriegen so viele Sachen zugeschickt. Manchmal kennen wir die Preise auch gar nicht und testen das und dann sind wir super begeistert davon. Aber ich finde es auch sehr, sehr wichtig, den Preis dazu zu wissen, weil man dann erst abwägt, ob es sich überhaupt lohnt oder nicht. Ne? Und deswegen habe ich mir auch sehr lange die Preise angeguckt und dann immer wieder überlegt, was habe ich mir selbst gekauft? Was kaufe ich mir immer wieder? Davon habe ich auch was hier. Und was habe ich zugeschickt und würde das dreifach so dafür bezahlen, weil es so gut ist. Okay, das war jetzt die Batterie. Chill mal dein Leben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Douglas hat in der letzten Zeit richtig Gas gegeben. Also ich finde, sie sind super geworden, was die Auswahl angeht, was die Marken angeht. Es gibt ja jetzt Too Faced, Becca, alles Mögliche gibt es da. Es ist nicht mehr so, dass wir alles aus Amerika bestellen müssen, zumal es Sephora zum Beispiel auch nicht überall gibt. Und deswegen würde ich sagen, zeige ich euch einfach meine Favoriten, weil das Intro jetzt schon 3 Minuten geht. Los geht's. Alle haben gerade so auf die Uhrzeit geguckt und gesagt, das stimmt gar nicht. Ich würde sagen, wir fangen an mit Pflege und zwar mit einer Body Milk. Und das ist das, was ich gerade angeguckt habe und gesagt, ich würde sogar das Dreifache dafür bezahlen. Ich habe damals von Clarence eine Body Smoothing Moisture Milk bekommen, die hier. Das sind 400 Milliliter. Sie kosten 20 Euro, ich glaube 19,95. Ihr könnt auch übrigens immer wieder eingeben, Douglas Rabattcode. Zum Beispiel jetzt gerade haben sie auch wieder einen Rabattcode. Sie haben eigentlich immer ständig 15, 20, manchmal sogar 25% Rabatt, wo ihr dann einfach dann, ja, ein bisschen Rausch bekommt. Hier ist übrigens irgendwo eine Fliege, mit der ich gleich 1 gegen 1 kämpfen werde. Nur so, damit ihr Bescheid wisst. Die meisten Inhaltsstoffe, die hier drauf sind, gefallen mir sehr, sehr gut. Dann steht hier auch noch drauf, this bottle can be recycled in Europe and many countries. Verleiht Komfort, Geschmeidigkeit und Zartheit, kann ich absolut bestätigen. Sie können sich sofort wieder anziehen, kann ich absolut bestätigen, morgens und oder abends auftragen. Erstens riecht sie unfassbar gut. Zweitens, ich weiß nicht, sie macht sie so weich gezeichnet und so glowig und so. Diese 400 Milliliter halten schon eine Ewigkeit bei mir und ist super ergiebig. Also ich kann diese Body Lotion absolut empfehlen. Sie ist sehr, sehr feuchtigkeitsspendend, hat so meine trockene Haut im Urlaub übrigens, super trockene Haut bekommen. Hat die echt gerettet. Genau, das ist wirklich eine Herzensempfehlung von mir, diese Body Lotion. Dann geht's weiter. Ich habe was von The Ordinary getestet und zwar das The Ordinary Niacinamide 10% und Zink 1% High Strength Vitamin Mineral Blemish Formula. Und zwar hat mir eine Zuschauerin das geschickt, ein Vorher-Nachher-Foto von dem Ergebnis einer Haut und das da im Test. So sieht das aus. Es kommt in so einer Glasumverpackung und es hat so eine Pipette. Es ist schon sehr flüssig. Dadurch ist es super ergiebig. Also ihr braucht wirklich nicht viel. Ich mache schon viel drauf, muss ich echt sagen. Also ich gebe schon so eine ganze Pipette. Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Also ich saug das einmal ein und dann benutze ich schon fast so den ganzen Inhalt, weil ich gebe das noch auf meinen Hals und mein Dekolleté. Es kann sein, dass ihr, wenn ihr Unreinheiten habt, dass es leicht brennt. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also es passiert nichts. Es wird, also mir zumindest ist nichts passiert. Ich hatte danach keine Rötung oder sowas. Hat auch dann direkt irgendwann aufgehört. Und ich gebe das da drauf. Ich gebe noch was anderes dann da drauf. Und danach gebe ich meine Gesichtscreme drauf. Ich zeige euch das. Ich weiß, es gibt so Leute, die dann zu mir sagen, 800 Schritte zum Abschminken und dann sich zum Pflegen und sowas. Aber ich finde immer, jeder muss auf seine Haut schauen und wenn das dann das Ergebnis ist, dass ich gar keine Unreinheiten mehr habe, dann mache ich das auf jeden Fall weiter, weil wenn das zum Beispiel zu viel für deine Haut ist, dann ist das nicht unbedingt zu viel für meine Haut. Also ich brauche wirklich super lange zum Abschminken. Ich schminke mich so gründlich ab, weil ich auch sehr viel Foundation trage und sehr, sehr viel teste. Ich teste ja auch 100 Millionen Foundations und Concealer und Cremes und Primer und keine Ahnung was. Dass wirklich meine Pflege richtig intensiv sein muss, damit wirklich alles rausgeht. Und das muss nicht nur so sein, dass es das wegwäscht, sondern es muss auch noch so sein, dass es nachts repariert, dass die Haut sich nachts richtig gut erholen kann, dass sie mit Feuchtigkeit versorgt ist. Wisst ihr, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang einfach eine Nachtcreme drauf getan und habe dann sogar manchmal gedacht, die Nachtcreme wäre zu viel für mich und bin dann manchmal sogar ohne ins Bett gegangen. Und ich bin morgens immer aufgewacht und habe überall geglänzt. Warum? Weil meine Talgdrüsen so viel Fette produziert haben, weil sie nicht richtig gepflegt worden sind. Und jetzt wache ich morgens einfach mit einem matten Feuchtigkeit, also es ist genug Feuchtigkeit drin, es spannt nicht, ich habe keine Unreinheiten und wirklich, weil ich
einfach meine Pflege richtig gut durchziehe. Ne, wollte ich nur ganz kurz als Disclaimer und kurz ein anderer Disclaimer ist meine Hose, Leute. Was sagt ihr dazu? Tada! Das kostet 5 oder 6 Euro, also höchstens 6 Euro noch was. Ich muss echt sagen, es ist auf Douglas im Moment sehr viel ausverkauft. Dieses Produkt werde ich mir jetzt mein ganzes Leben lang, glaube ich, auf mein Gesicht schmieren, weil es die Haut einfach so gut vorbereitet. Wie gesagt, ich gebe es drauf, nachdem ich mich abgeschminkt habe, dann lasse ich es ganz kurz einwirken. Und es ist wirklich ein Mega-Produkt. Also diese ganzen kleinen roten Pünktchen, die ich hatte so im Gesicht, die sind verschwunden. Es kann an der ganzen Pflege liegen, aber ich schiebe auch mindestens 50% auf dieses Produkt. Und das kostet einfach 5 Euro, das ist der Oberhammer. So, dann gebe ich mir ein weiteres Produkt auf die Haut. Ihr konntet es auf Instagram testen, ihr konntet einen 8-Tage-Test Pröbchen bekommen, und zwar von Biotherm das Live Plankton Elixier. Ich weiß nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass das ihre Haut gerettet hat, und zwar in 8 Tagen. Da ist ein Plankton-Alge drin, das kann Biotherm nachstellen, und sie sind die einzigen, die das machen dürfen, weil ich glaube 6 Patente da drauf liegen, und zwar auf diesen Plankton, der 35 Nährstoffe hat, da sind Vitamine drin, hier ist so viel Gutes für die Haut drin, dass das wirklich die Haut repariert. Das ist kein günstiger Spaß, das ist schon teuer, aber davon zum Beispiel, das gebe ich mir jetzt nicht auch noch auf meinen Hals und mein Dekolleté, sondern ich gebe mir das nur auf mein Gesicht, und ich benutze es in etwa schon seit 2 Monaten und es ist noch über die Hälfte drin. Ne? Das Glas ist auch oben so ein bisschen schmaler. Da sind 50 Milliliter drin und ich wette, es hält noch bestimmt 3 Monate. Und wenn ihr dann ausrechnet, was ihr so am Tag für euer Gesicht ausgibt, ist es nicht viel. Aber ich weiß, es ist immer am Anfang so eine blöde Investition, wenn man viel Geld ausgeben muss. Aber das hier ist krass. Vielleicht könnt ihr auch einfach mal zu Douglas gehen und euch einfach eine Probe holen. Oder egal, wie jede andere Parfümerie auch in eurer Nähe einfach. Und dann einfach eine Probe holen und das dann mal wenigstens 7 Tage benutzen. Das schützt die Haut vor allem, was drauf kommt, vor Umwelteinflüssen, vor Foundation und so weiter und so fort. Also das hier ist schon ein Mega-Produkt. Ich mache jetzt mal weiter, weil ich laber sehr, sehr viel im Moment. Ich habe einen Primer, der mega ist. Und zwar habe ich letztens einen Primer benutzt. Leider war der gar nichts für meine Haut, der war zu silikonig. Und der war so silikonig, dass ich habe hier Pickel bekommen, da Pickel bekommen, sogar hier Pickel bekommen. Ich weiß nicht, ob er jetzt wieder drin ist oder nicht, aber ich hatte ihn schon einige Male gezeigt und im Moment gibt es den nicht bei Douglas. Das ist der von Dermalogica. Ich verlinke ihn euch trotzdem mal in der Infobox. Könnt ihr mal nachschauen, ob der gerade wieder lieferbar ist. Und zwar ist es der Age Smart Skin Perfect Primer mit SPF 30. Da ist SPF 30 drin, Leute. Ich habe so viele Fotos gemacht. Und ich hatte keinen Flashback in meinem Gesicht, also es ist nicht dann weiß im Gesicht. Das Produkt riecht nach Teebaumöl. Ich gebe das mal auf meine Hand, mal gucken, ob wir einen Unterschied sehen können in der Kamera. Aber es ist so leicht eingefärbt, aber färbt nicht das Gesicht ein oder so. Man sieht danach auf jeden Fall direkt viel frischer aus, wenn man zum Beispiel nichts anderes außer einem Primer tragen möchte, der die Haut so ein bisschen schützt. Und er füllt so dermaßen die Poren, dass die Haut so richtig weich gezeichnet aussieht. Seht ihr? Der hat so einen leichten Brighten-Effekt. Also er hält so ein bisschen die Haut auf. Der macht dich nicht weißer, aber er macht dieses fahle Graue, zieht er aus dem Gesicht raus. Und ich habe sogar dem Mann meiner Freundin empfohlen, dass er das einfach so auf sein Gesicht gibt am Tag. Ist ja jetzt kein Make-up-Produkt oder so. Und er war ganz interessiert. Auch super ergiebig. Sehr, 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 sehr empfehlenswerter Primer. Vor allem für die Leute, die Probleme mit ihrer Haut haben. Das ist die Mutter der Primer, ehrlich. Dann habe ich ein Produkt, was ich jetzt auch schon seit Monaten benutze. Das ist von Kiehl's, die Butter Mask for Lips Overnight Lip Treatment. Das gibt man abends einfach auf die Lippen und lässt es dann über Nacht so drauf. Und dann sind die sehr gepflegt. Die haben keine Risse. Auch diese ganzen Lippenprodukte von Kiehl's sind mega, Leute. Wann habe ich euch das gezeigt? Habe ich euch das im Dezember gezeigt? Und es ist noch so viel drin. Also es ist fast, es sieht so aus, als hätte ich es nicht benutzt. Da ist Kokosnussöl und wilde Mango-Butter drin. Genau, das sind so die Hauptbestandteile. Und Kiehl's benutzt auch sehr, sehr hochwertige Inhaltsstoffe. Also das hier, mega. Habe ich euch aber schon genug von erzählt und deswegen weiter geht's. So, dann habe ich noch ein Produkt, was ich gerade auf den Lippen trage. Ich habe noch einen Lip Liner benutzt, der war aber sehr unnötig. Und zwar ist es von Yves Saint Laurent die Volupté Plump In Colors. Ich habe euch die auf Instagram gezeigt und das sind so Lippenstifte, die so ein bisschen wie ein Lipbalm sind. Also sehr, sehr glossy und nicht matt oder so. Auch nicht so, dass es dann die ganze Zeit so hält wie jetzt. Ich zeige euch aber kurz,
Ich habe es jetzt in etwa eine halbe Stunde drauf. Wenn sich das jetzt abträgt, dann haben sich eure Lippen so rötlich eingefärbt. Und das passiert mit allen Nuancen. Ich habe mir jetzt auch die Nummer, ist das die 6? Das ist so ein nude-farbener Ton bestellt. Ich warte so sehr darauf. Ich wollte den heute unbedingt tragen und euch auch zeigen. Aber ganz im Allgemeinen finde ich auch den roten extrem schön und auch den rosanen, Leute. Den hatte ich gestern die ganze Zeit drauf. Der ist auch so schön. Die pflegen die Lippen, die trocknen nicht aus. Die sind trotzdem noch eingefärbt, selbst wenn die sich abtragen, dieses Glossige, wenn sich das abträgt. Da ist Perlen, schwarzes Perlenpuder drin, was die Lippen sehr, sehr pflegt. Und es ist Minzöl drin. Also sie haben so einen leichten Plump-Effekt. Es ist nicht so, dass ihr dann guckt und sagt, oh ja, ich hatte gerade einen Lipfiller. Aber es ist so, dass sie so ein kleines bisschen anschwillen, gerade von den Seiten sieht man es. You know. Und wenn es leer ist, Leute, ich habe mir damals das hier rausgebrochen. Wenn der Lippenstift leer ist, das hier einfach rausbrechen. Da gibt es auch zig Tutorials, glaube ich, dazu im Internet. Und habe das dann als Ring benutzt. Ich fand das damals so schön. Vor 5 Jahren ungefähr habt ihr mich immer darauf angesprochen. Wo hast du den Ring von Yves Saint Laurent her? Aus einem Lippenstift, Digi. Dann etwas, was ich mir bestimmt schon nachkaufe, seit es dieses Produkt gibt. Und ich meine, es wären jetzt 4 Jahre oder so, benutze ich dieses Produkt. Und zwar ist es der Precisely My Brow von Benefit. Damit male ich meine Augenbrauen und ich finde, es gibt keinen präziseren Stift, der sich so leicht verblenden lässt wie dieser. Er ist schon cremig, also wenn ihr jetzt so macht, dann ist der auf jeden Fall überall. Aber mich stört das nicht, weil ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie an meinen Augenbrauen bin. Wenn ihr es seid, dann ist dieser Stift nichts für euch, aber das hier ist wirklich so der King der Augenbrauenstifte für mich. Ich habe zum Beispiel auch den Anastasia Beverly Hills Augenbrauenstift, aber ich fand den niemals so gut wie diesen. Also er ist wirklich die Creme de la Creme und auch von Benefit immer wieder zurück. Egal welche Mascara-Favoriten ich habe, egal welche Mascaras ich teste und so. Und immer, immer habe ich die They're Real von Benefit in meinem Schrank. Warum? Weil die kannst du wirklich von vorne bis hinten tragen und dich auf sie verlassen. Weil manche Mascaras sind nur in der Mitte gut, manche Mascaras sind nur am Ende gut, manche sind am Anfang zu viel drauf, man muss voll viel wieder runter machen und so. Und wenn ich weiß, dass ich keine Zeit habe zu testen oder ich will unbedingt richtig krasse, volle Wimpern haben, dann nehme ich die The Real von Benefit. Also ich mische die auch sehr gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr meine Wimpern sehen könnt so richtig, aber das habe ich zum Beispiel mit geschminkt. Die trage ich jetzt auch bestimmt schon seit 5 Jahren oder so und ich dachte, es ist ganz schön, euch das was zu zeigen, was ich schon sehr, sehr lange bei mir habe. Ich komme zu meinen letzten Produkten und ich würde sagen, man entscheidet sich für einen, wenn man einen Duft kaufen möchte, aber ich konnte mich leider nicht entscheiden und deswegen zeige ich euch beide. Ich stand wirklich die ganze so da. Welchen nehme ich jetzt? Ich trage sie ungefähr gleich gerne. Also das ist einmal C. de Fiori, glaube ich. Es steht hier unten nicht mehr drauf. Es ist so ein milchweiß-rosa puderiges Flakon. Es riecht auch so, wie es aussieht. Also es ist schon ein starker Duft, der so nach einem Rosengarten riecht. Absolut Frühling, Sommer, aber trotzdem sehr stark. Ich liebe ja starke Düfte. Ich bin ja kein Mensch, der so gerne sehr leichte Düfte trägt. Ich bin auch eine, die wirklich so richtig viel drauf macht. So gepflegt, so ladylike, so ein bisschen wie eine Chanel 255. Dann der hier, das ist auch ein rosiger Duft, Leute, aber es riecht nach Pfingstrosen. Pfingstrosen sind die Lieblingsblumen meiner Mama. Sie liebt Pfingstrosen und jedes Mal während der Osterzeit versuche ich, oh, ich habe ihr wieder dieses Jahr keine Blumen geschickt. Letztes Jahr habe ich ihr ganz, ganz oft Blumen geschickt und immer wieder Pfingstrosen und sie hat sich immer so darüber gefreut. Das ist genau der Duft. Das ist das La Vie est Belle en Rose und es ist wirklich mega. Also ich liebe diesen Duft und ich glaube, ich bin einen Tick mehr auf der Seite. Aber geht lieber in die Parfümerie, riecht es, sprüht es auf eure Haut. Vielleicht kriegt ihr auch Pröbchen von beidem und dann schaut euch das, guckt euch mal an, wie das sich bei euch so verhält. Aber es sind beides richtig, richtig schöne Düfte, schwere Sommerdüfte. Also schwer heißt jetzt nicht, dass es euch so voll eine Klatsche gibt, sondern eher, dass es halt für mich, dass es lange hält und dass es sichtbar ist, beziehungsweise riechbar ein Duft auf eurer Haut. Leute, ich habe was vergessen. Ich habe noch ein Produkt und zwar, das ist so mega, dass ich das unbedingt euch zeigen muss. Es ist von Becker, das Hyper Mist Set and Refresh Powder. Diese Farbe ist gerade ausverkauft. Seht ihr das? Ihr denkt einfach, die ist mein Freund. Was ist los mit dir? Da. Ey, was ist das denn für eine zutrauliche? Ich kann da gar nichts tun. Da, die ist einfach mein Freund. Hallo. Du bist ja richtig behaart. Du
brauchst mal ein IPL. Genau, und zwar ist es das Hydra Mist. Ich habe, glaube ich, Hyper gerade gesagt. Hyper. Set and Refresh Powder. Das ist gerade ausverkauft, dieses Translucent. Das gibt es wohl schon lange. Ich habe davon nie was mitgekriegt. Habe aber noch das Set and Refresh Golden Bronze. Und das ist auch mega. Also ich muss sagen, das sind die heftigsten Puder. Preis-Leistung ist krass. Das ist ein Puder, was sich nass anfühlt, Leute. Es fühlt sich so an, als würdet ihr durch so einen Nebel, durch so eine Nebelwolke laufen. Oder als würdet ihr euch so ein Setting Spray auf eure Hand sprühen. Das wird sofort Teil deiner Foundation, als hättet ihr so einen Creme Bronzer oder sowas benutzt, was sich aber nicht verschiebt. Diese Dinger sind mega, wie gesagt, die Set and Refresh Powder von Becca sind der Oberhammer. Genau, das war es auch schon, nachdem ich mich dumm und dämlich gelabert habe. Ich weiß gerade nicht, sie sehe ich gerade in meiner Schublade, ob es die Tweezerman-Pinzetten noch bei Douglas gibt. Wenn ja, verlinke ich es euch gerne in der Infobox. Die krassesten Pinzetten auf Erden. Alright, dann haben wir einmal meine Douglas-Favoriten gemacht. Cool. Kann ich gerne nochmal machen. Wenn ihr wollt, gerne auch mal mit Sephora-Favoriten oder sonst anderen Favoriten. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, dann mache ich das super gerne für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt diesen Kanal abonniert. Wenn nicht, dann freue ich mich sehr über ein Abo und über ein Däumchen nach oben und über einen Kommentar. Und das reicht auch schon. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.